Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark, wo wir noch nicht wirklich vorangekommen sind. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo, hier hinten irgendwo in der Höhle und hängen da jetzt seit ewigen Zeiten fest, weil uns ein Wolf verfolgt hat, weil dieser blöde Nebel war. Wir sind jetzt in der Nacht aufgewacht, weil irgend uns etwas, ja, geweckt hat. Keine Ahnung was, vielleicht dieser ultimative laute Wasserfall oder es war ein Wolf. Vielleicht war es auch ein Wolf. Ich habe keine Ahnung. Will jetzt auch eigentlich nicht schauen. Möchte ganz gern eigentlich weiter schlafen, wenn es geht. 4 Stunden. Nochmal. Würde das hier ganz gerne kartografieren können und dann, dass wir auch hier weg können. Wäre schön. Nochmal 2 Stunden vielleicht. Och, jetzt ist das Wetter doof, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Also auch, was hier wieder für Zustände sind, ne? Hier liegt ein toter Wolf, hier liegt ein totes Kaninchen. Das Wetter spielt verrückt. Alles ganz normale Dinge hier in The Long Dark. Ja, was soll ich noch erzählen, ne? Was soll ich da noch erzählen? Wir haben ja ein bisschen Wolfsfleisch. Wenn, dann hauen wir uns auch die Parasiten rein hier. 1%. Das ist jetzt auch noch den Sturm seiner Mutter oder was? Hier gar kein Ende mehr. Tag ist gleich wieder vorbei. Also, was zur Hölle? Ja, hier mal wieder The Long Dark, dachte ich mir. Macht Spaß, dachte ich mir. Aha. Yay. Also heute ist jeder Meter, den wir vorankommen, ein erkämpfter Meter in The Long Dark. Wirklich ein hart erkämpfter Meter. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zum Feuer machen, ne? Müsste dann mal Wasser abkochen. Und wir haben keine Zunder mehr. Ja, nice. Es hört gar nicht mehr auf. 24 Stunden, es hört gar nicht mehr auf. Mit dem Wetter. Yay. Ach Mann, ey. Prozent. Dann essen wir wohl jetzt erstmal kein Wolf mehr. Ja, den einen Minischluck jetzt auch noch trinken können. Ganz neues Gameplay, sagten sie. Ja, die Mechaniken sieht man hier. Also, sorry, das. Also, ihr seht das schon selber, der Struggle ist ja sehr groß. Gut, der Schwierigkeitsgrad ist hoch, aber dieser Nebel und so, ne, der ist ja wirklich schon extrem nervig als neue Spielmechanik. Da muss man sich ja eh schon dran gewöhnen. Plus die anderen Herausforderungen, die diese Long Dark ja zu bieten hat. Es ist halt einfach schwer. In jeglicher Hinsicht schwer. Nicht vom Schwierigkeitsgrad, sondern.
auch das Drumherum ist halt nervig, ne? Es nervt halt wirklich sehr. Gut, kann ich das jetzt vielleicht markieren? Kommt jetzt der Wolf und frisst mich. Gut, das haben wir schon mal markiert. Ich bin schon mal sehr froh. Und da lag irgendwo ein Wolfskadaver noch geradeaus. Ist mir auch egal. Hoffentlich sind sie alle tot, die Wölfe hier. Kann sie nicht mehr sehen. Ja, Kaninchen, tut mir leid, aber war alles nicht so geplant. Es kam alles anders, als ich geplant hatte. Hätte auch nie gedacht, dass ich hier mit Pfeil und Bogen spielen muss. Ach ja. Darf ich jetzt mal 2 Meter gehen, Spiel? Bitte. Bitte. Ich möchte gern die Map erkunden. Looks like I survived another night. Ist aber auch schnurstracks, ne? Zack, bis da hinten hingegangen. Nur zu mir. Hätte jetzt noch mehr Bartflechte pflücken können, aber ist mir gerade alles egal. Ich will das gerade einfach gar nicht. Ich will hier nur noch weg. Aber wir brauchen eigentlich. Wir brauchen eigentlich. Aber eine Stunde, dann erfrieren wir richtig, ne? Wie kalt ist es denn? Ups, wie kalt? Nee, das ist mir zu kalt. Das ist mir zu kalt. Dann nehmen wir lieber ein paar Stöckchen unterwegs mit. Weil das ist jetzt gerade echt doof. Wir wollen ja auch mal weiterkommen. So. Bisschen Kohle rausgeholt. Wir wollen ja ein bisschen was entdecken von der Welt hier, Freunde. Es muss ja auch mal bergauf gehen. Das fragt man sich die letzten 2, 3 Jahre sowieso schon mal. Geht es auch mal bergauf? Aber es wird irgendwann bergauf gehen. Versprochen. Irgendwann wird es besser. So. Dann sind wir mal ein bisschen auf den Spuren des Wolfes unterwegs. Na gut, er geht jetzt da lang. Oder ging da lang. Als er noch lebt, aber ist mir jetzt egal, wir gehen dann doch nicht seinen Spuren hinterher. Damit endet dann seine Fährte. Ich glaube, da will ich auch gar nicht runterspringen, gehen, wie auch immer. War insgesamt mal ganz nice, hier die Höhle zu finden, aber vom Risikofaktor her war das jetzt eher schwierig. Also vom Risikofaktor her hat sich das gar nicht gelohnt, einen kleinen Aufgang hier hochzugehen mit der Höhle und so. Ja, gut, Kaninchen, aber die hätte ich mir auch irgendwo anders herholen können als jetzt, ne? Unter diesen Umständen. Da habe ich noch genug Rohrkolben. Das ist mir dann ein lieberer, besserer Zeitgenosse als ja, Wölfe und so. Ich höre schon mal wieder Wolfsgeheule. Das verheißt ja wieder Wunderbares. Nein, ich pack den Bogen mal weg. Wir gehen mal noch nicht runter, sondern ich sehe, ist da hinten ein Wolf. Mir war gerade so, als hätte ich da hinten einen Wolf gesehen auf dem Eis, aber okay. Muss ich da hin? Hier auf den gefrorenen Fluss so? Frag mal gerade in den Chat. Muss ich hier runter irgendwie, um da hinten hinzukommen? Oder geht's auch anders da hinten hin? Nicht, dass ich jetzt hier gerade ein Risiko eingehe. Also, jetzt müsste ich vielleicht doch da hinten irgendwie runtergehen. Auf den gefrorenen Fluss. Oder ich gehe hier halt wieder runter. Da war der andere tote Wolf. Das Gute ist, wenn seine Leiche da noch liegt, ist er noch nicht nachgespawnt. Geht beides, okay. Na gut, dann gehen wir erstmal, glaube ich, außen rum. Das ist mir jetzt, glaube ich, die bessere Variante.
als jetzt über diesen gefrorenen Fluss da in dieser Spalte runter zu klettern irgendwie. Gut, also die Insel da haben wir jetzt komplett erkundet, war jetzt auch nicht sonderlich groß. Rumherum, das war jetzt auch nicht spektakulär, wenn wir mal ehrlich sind. War okay. Wir können jetzt natürlich von der Seite noch rumgehen und da die Rockholben sammeln. Aber das können wir genauso gut auch von der Seite hier machen. Denn wir sind jetzt, gut, man sieht es jetzt schlecht, wir sind jetzt quasi hier. Wir sind jetzt hier entlang, hier ist irgendwo das Flugzeugwrack. Hier ist zwar noch die Höhle, vielleicht machen wir auch doch jetzt mal diese blöde Höhle, die auch endlich mal weg ist. Und dann können wir die andere Seite machen, dann können wir das in Ruhe machen. Ist, glaube ich, besser, oder? Dann machen wir jetzt erstmal den Abschnitt hier. Gehen dann vielleicht noch hier hin. Und müssen dann wieder rüber auf der Seite. Mal sehen. Oder ich gehe jetzt runter, dann zum Hangar, wenn ich das so mache. Zack, zack. Hier runter, zack, zum Hangar. Und dann machen wir das in Ruhe nochmal hier oben. Müssen wir mal sehen. Allzu viel Zeit will ich mir dafür sowieso nicht lassen, weil die Wölfe dann nachspawnen. Das will ich ja mal wirklich gar nicht. Habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt Rohrkolben sammeln, muss ich auch dann die Kolben ein für sich sammeln, damit ich ein bisschen Zunder habe. Hier da oben sind die Raben. Ich dachte, ich höre schon wieder die Raben oder die Krähen von dem Bären. Das wäre jetzt auch noch ein Highlight, dem Bären jetzt noch zu begegnen. Ja, die linke Seite hier machen wir dann auch noch mal, definitiv. Aber ich glaube, dann mache ich das eher vom Hangar aus in Ruhe, mit leeren Taschen, mit nur Sachen, die wir auch wirklich brauchen. Der Bär ist möglich in dem Seebereich. Ja, stimmt, wir hatten ja einmal den Bären sogar gesehen, wie er da langstolziert ist, von der Seefläche aus in Richtung des abgestürzten Flugzeugs. Also unwahrscheinlich ist das ja wirklich nicht. Frage ist halt, wo tümmelt er sich rum, ne? Die andere Frage ist, ist das eine Bärenhöhle? Ist das hier eine Bärenhöhle? Ich habe keinen Bärenschreck mehr, ne? Haha. Kann wirklich eine Bärenhöhle sein. Wir gucken mal mit Abstand, damit ich ein bisschen Luftlinie habe, weil wir spielen auf hohem Schwierigkeitsgrad. Der Bär ist aggressiver als sonst. Und er ist auch sehr buggy auf der Karte, wie ihr festgestellt habt. Ich kann jetzt noch mal genauer schauen. Ich setze mich mal auch anders hin. Ihr wisst es, ein konzentrierter Blick. Ich sehe jetzt in der Ferne, stand jetzt, was ich hier sehen kann, keinen Bären hier rumschlawinern. Wir schauen mal vorsichtig. Dann ist die Höhle. Ja, ist ziemlich schwierig, ne? Es ist sowieso random, wo die Bären sein können. Also Bärenhöhlen können besetzt sein, sind nicht zwingend besetzt. Es ist halt immer auch, ne? Jeder Spielstand ist da anders. Und dann ist auch die Frage gerade, ist der Bär zu Hause oder ist der Bär auf Wanderschaft? Kommt der gerade zurück, während ich in seiner Höhle bin, oder?
Aschis Riechkeller. Aha. Okay. Ein bisschen Chippies. Und ein toter Wolf, den wir nicht brauchen. Aber gut, hier sind keine Knochen, also ist das hier keine Bärenhöhle, sage ich jetzt einfach mal. 9% sind wir immer noch, das heißt, wir dürfen noch immer kein Wolfsfleisch mehr weiter essen, sonst kriegen wir nachher noch Parasiten. Müssen aber bald Wasser abkochen. Will aber jetzt auch ein paar Meter machen, ne? Vielleicht koche ich mir jetzt eben schnell Wasser ab, damit wir dann auch direkt wieder losziehen können. Und machen wir es einfach mal auf die Schnelle. Einfach mal 2 Liter Wasser schnell abkochen, damit wir mal ein bisschen Ruhe haben, bis wir beim Hangar sind. Turned out pretty well. So, Garen. Ja gut, ich hätte jetzt erst. Ich habe noch eine Dose, die kann ich auch noch wegtun. Da hauen wir Wasser rein. Ich muss noch mehr Zeug hier reinhauen. So, 2 Stunden Brenndauer sollte ja hoffentlich reichen. Dose kann auch weg. Bringt mir direkt mal aus dem heißen Topf. Ich abgekocht. Ich denke mal, das reicht mir auch. Wir sind jetzt auf jeden Fall in der Höhle hier. Das ist das, was ich noch machen wollte. Müssen wir in den Bogen gehen und dann auf die andere Seite. Problem ist, der Bär ist natürlich ja trotzdem hier irgendwo auf dem Eis unterwegs. Es ändert ja gerade nichts an der Tatsache, dass der Bär hier irgendwo sein könnte. Und es ist gerade neblig. Das ist jetzt nicht so geil. Jetzt haben wir ein paar Shippies. Das größte Problem ist, dass wir die ganze Zeit überladen sind. Würde das auch gern bald mal zum Hangar bringen. Ja, mit der Sichtgrad ist das halt richtig beschissen, ne? Die Hölzer hier brauchen wir kein Stück. So, wir sind jetzt gerade bei den Hölzern vorbeigelaufen hier. Jetzt müssen wir ein ganzes Stück weiter, bis die ganzen Rohrkolben kommen in einer Einbuchtung gleich rechts. Und dann müssen wir gegenüberliegend auf die Seite kommen. Die Erschöpfung haut jetzt natürlich auch wieder rein. Pack den Bogen mal erstmal gerade weg. Bei den Bären kann ich mit dem Bogen eh nichts machen. Das ist ja, witzlos. Wirklich sehr witzlos. Gutes Verhungern werden wir nicht. So, das war aber noch nicht die. Das war jetzt das. Jetzt müsste die Einbuchtung da sein. Hier rechts das, ne? Da oben ist das Haus. Das war ja auch genau vor dem Haus. Da müssen wir auf die gegenüberliegende Seite irgendwie kommen. Im Nebel. Guck mal da. Okay, wie cool.
Gut, dass ich da noch mal nachgeschaut habe. Das kam jetzt wirklich unerwartet, wie cool. Aber ich komme wahrscheinlich trotzdem nicht nach oben hin, ne? Also nach ganz oben jetzt zum Haus. Jede Menge Rohrkolben. Also verhungern wird man hier echt nicht so schnell. Dann ist es auf jeden Fall die Fischerhütte. Bei der wir quasi ja unsere Tour in dieser Richtung gestartet haben. So viel Rohrkolben, Liebe, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wie gesagt, verhungern wird man hier nicht. Also hier gerade wo wir sind, auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem, schöne Orte zum Leben gibt es jetzt hier so, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich, wenn ich mal so darüber nachdenke. Da ist der Hangar noch das Beste, wo man erstmal sich einquartieren kann, aber so wirklich auf dieser Karte leben, nee. Also selbst wenn ich jetzt ne, meine Küstenstraße ausblende und so, würde ich sagen, nein. Es ist nicht schön hier, es ist viel zu leer, viel zu weit ab vom Schuss von allem wieder. Also die Karte bietet sich nicht an. Besser, aha. Oh, jetzt würde ich gerne. Ach komm schon. Also manchmal der Charakter, der kann nicht. Heb doch deinen Fuß, verdammte Scheiß. Ey, das ist so nervig. Müssen wir einmal rumgehen, weil er seinen Fuß nicht 5 cm hochheben kann. Ich mache noch mal eben eine Markierung. Na gut, war jetzt eh schon aufgedeckt. Naja, ich habe es einfach aus Prinzip jetzt gemacht. Oder weil ich dachte, ich könnte was bewegen. Stopp, ich hätte jetzt Wolfsfleisch essen können. Naja, egal. Sind immer noch über 40 Kilo. Ja, müssen halt immer noch Krams ablegen. Rohrkolben stapeln sich schon im Inventar jetzt. Fässer, Fässer, Fässer. Jede Menge Fässer. Okay. Wie so eine kleine Schmugglerbucht hier, ha? Ja gut, und ich habe es eben nicht gesehen, ne? Als wir da waren. Aber cool, cool gemacht. Cooler Durchgang. Interessant. Habe ich echt nicht gesehen, als ich hier vorher war. Ja, wir müssen die Zeit jetzt hier leider wieder nutzen, weil ihr seht ja schon selber wieder Erschöpfung und so. Aber wir können dann von der Bucht dann einfach hier rüber. Einfach ist mal dahingestellt, ne? Können wir auf jeden Fall hier rüber und uns durcharbeiten Richtung Hangar dann. Ja. Die Seite hier oben haben wir zum Glück jetzt geschafft. Dann bleibt uns noch das Flugzeugwrack hier irgendwo. Die ganze Seite und natürlich das Foto. Ausblick da oben, wenn wir uns dann auch noch anschauen. Aber das und mehr machen wir natürlich erst, ihr wisst es, in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt hier ausruhen, bis zum nächsten Morgen warten. Und dann sehen wir uns wieder in 2 Tagen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wie ihr es bisher findet und wie ihr die Karte bisher findet. Findet ihr diese Karte geeignet als Hauptkarte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.